Moin Moin, heute ein Unboxing von den Dremel 3000. Den werde ich demnächst mal benötigen für ein Projekt. Und ich dachte mir, vorweg mache ich mein Unboxing mit euch gemeinsam. Dieser Dremel hat hier ein 15-teiliges Zubehörset und eine Tasche. Die Tasche war auch der Kaufgrund, warum ich mich für diesen Dremel entschieden habe, und einmal der Preis. Wie ihr sehen könnt, gibt es sechs unterschiedliche Modelle. Ich habe mich jetzt für die zweite Modellreihe entschieden, der Dremel 3000. Packen wir das gute Stück mal gemeinsam aus. Der Dremel ist ganz simpel in einen Karton verpackt und dort kommt auch schon die blaue Tasche zum Vorschein, wo sich der Dremel auch befindet. Die Tasche war ja letztendlich für mich der entscheidende Grund, warum ich mich für diesen Dremel entschieden habe, weil ich fand die Tasche einfach vom Design her so klasse, so toll, dass ich mich dafür halt letztendlich entschieden habe. Die Verarbeitung der Tasche gefällt mir auch sehr gut. Das Ganze ist, die Tasche ist sehr hart, es kommt mir so vor wie ein Schalenkoffer, so ein Reisekoffer. Als erstes kommt uns auch gleich die Bedienungsanleitung entgegen, dazu später mehr. Und hier sehen wir den Dremel, eingepackt in einer Folie. Hier ist dieses Zubehörset in so einer Plastikdose. Sieht aus wie so eine Brotdose, Tupperdose. Diese Dose lässt sich ganz gleich öffnen und schließen. Da diese Dose transparent ist, kann man gleich sehen, was sich in dieser Dose verbirgt. Natürlich haben wir ein paar Trennscheiben drin, ein paar Schleifaufsätze, Polieraufsätze und einen Bohrer. Insgesamt sind das 15 Teile. Für ja, den alltäglichen Brauch ist das eventuell nützlich, dass man gleich sieht, was dort drin ist in der Dose. Ich finde, ja, das hätte man vielleicht auch vielleicht ein bisschen anders lösen können, dass es ein bisschen ansprechender aussieht. Jetzt schauen wir uns mal den Dremel an. Der wiegt ganz schön was, also kommt mir auf jeden Fall so vor. Dann haben wir hier verschiedene Stufen, wo wir unsere Drehzahl einstellen können. Und vorne ist dieser Schnellspannverschluss. Den kleinen Schlüssel, den wir gerade gesehen haben, der in der Dose mit drin war, in der Kunststoffdose, den kann man da auch ansetzen, falls man diesen Schnellverschluss mal zu fest zuge gezogen hat, dann kann man den Schlüssel da noch ansetzen. Die Verarbeitung finde ich jetzt, wenn ich den Ganzen eine Note geben soll, würde ich das sagen, so 2 bis 3. Also es überzeugt mich jetzt nicht, aber der Preis hat mich überzeugt. Also irgendwo muss sich das ja widerspiegeln. Natürlich gibt es andere Hersteller, wo die Verarbeitung top ist. Und hier, ja, es muss sich halt irgendwo widerspiegeln, der Preis. Und ich denke mal, ich hoffe, dass er sich in der Verarbeitung von außen jetzt widergespiegelt hat. Ja, ich weiß, es kann man leider nicht so exakt nachlesen, wie groß das Ganze ist. Das Gerät hat eine Gesamtlänge von 20 cm circa und einen Durchmesser von 6 cm. Was mich aber am meisten interessiert, ist, wie schwer das Ganze ist, da wir ja den Dremel in der Hand halten. Wenn wir jetzt filigrane Sachen ausarbeiten oder ja, kommt drauf an, was wir mit dem Dremel machen. Und wenn der allzu schwer ist, dann liegt das Ganze ja schwer in der Hand. Je nachdem, wie lange man den Dremel in der Hand hält. Ein Gesamtgewicht von 556 Gramm. Ein halber Kilo, das ist schon viel, finde ich, für so einen Dremel. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen sparen können. Passend dazu habe ich mir von der Marke Dremel auch ein 100-teiliges Zubehörset mitbestellt. Das Ganze ist jetzt hier, wie man sehen kann, verschlossen mit Kabelbinder. Die muss ich jetzt erstmal öffnen und dann gucken wir uns das Set mal gemeinsam an. Für dieses 100-teilige Zubehörset habe ich um die 25 Euro bezahlt. Die ganzen Sachen verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, 1, 2, 3, 4 Boxen und unten sind nochmal 4 kleine. Diese Boxen
sind nach verschiedenen Rubriken bestückt. Ich denke, das ist für den Einsteiger eigentlich ideal. Hier haben wir nochmal von Dremel spezielle Trennscheiben für Stahl mit einem Schnellspannerprinzip. Das ist eigentlich sehr praktisch, finde ich. Da kann man die Trennscheiben ganz schnell wechseln. Hier unten befinden sich jetzt nochmal ein paar Aufsätze, unter anderem auch hier 240er, 180er Schleifpapieraufsätze. Auch sehr interessant. Also die Verarbeitung von den Aufsätzen ist sehr, sehr sauber verarbeitet. Das ist jetzt irgendwie kein Billigzeug oder kein Billigmaterial. Hier haben wir die kleinen Trennscheiben von Dremel. Mal gucken, wie stabil die sind. Also mir passiert es meistens, wenn ich die mit denen arbeite, dass mir die zerbrechen und um die Ohren fliegen. Also immer eine Schutzbrille bei so einem Gerät tragen. So, jetzt möchte ich mal mit euch gemeinsam die ersten Testanläufe ausprobieren. Was mir jetzt bei diesem Dremel nicht gefällt, ist, dass wir so einen Schieberegel haben, so einen Regler. Mir persönlich hätte super gefallen, wenn wir so ein kleines Drehrädchen gehabt hätten. Weil die Regulierung von diesem Schieberegler ist ja ein bisschen schwierig. Die Lautstärke beträgt 85,5 Dezibel plus minus 3 Dezibel. Ist schon ziemlich laut für so einen kleinen Dremel, aber wir haben ja eine sehr hohe Drehzahl, können wir damit erreichen. 33.000 Umdrehungen pro Minute. Und das ist schon eine Leistung für so einen kleinen Dremel. Das Ganze ist in 5 Stufen eingeteilt. 1 bis 2, 10 bis 14.000 Umdrehungen. 3 bis 4 ist 15 bis 19.000 Umdrehungen, 5 bis 6 sind 20 bis 23.000 Umdrehungen, 7 bis 8 sind 24 bis 28 Umdrehungen und die letzte Stufe 9 bis 10 sind 29 bis 33.000 Umdrehungen. Also wie gesagt, ich hätte mir da ein kleines Drehrad gewünscht, damit man das viel, viel feiner und filigraner einstellen kann. Das 3000er Modell hat eine Nennleistung von 130 Watt und wird mit 230 Volt betrieben, 50 Hertz. 4 verschiedene Spannzangenaufsätze, einmal 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 und 3,2 mm. Nun können wir noch hier rechts im Bild einen kleinen Knopf sehen, der befindet sich links und rechts. Dort hinter verbirgen sich die Kohlestifte, die man dann bei Bedarf wechseln kann. Im Großen und Ganzen bin ich mit diesem Set sehr zufrieden. Pluspunkte, Preis-Leistungs-Verhältnis super. Diese Tasche, das Zubehörset sehr sauber verarbeitet. Diese saubere Verarbeitung hätte ich mir vielleicht beim Dremel auch gewünscht, aber dafür ist der Preis halt unschlagbar. Kommen wir zu den Minuspunkten, dass der Dremel keinen Drehknopf hat, dass man die Drehzahl nicht so super regulieren kann, dass der Dremel etwas schwer ist, schwer in der Hand liegt und die Verarbeitung.